Ja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Darfdale Games Fishing. Wir sind immer noch in der Lederkarpfen-Mission 20 Plus. Eine selbst ausgerufene Mission, die ich gestartet hatte und habe gesagt, ich drehe so lange Folgen, bis ich einen 20 Pfund Lederkarpfen habe. Und dann überlege ich mir eine neue Mission. Bis dato lassen wir mal schön der Fisch soll den Köder schlucken, so. Aber es ist ein kleiner, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich merke es schon am Reinziehen. Ja, auch wieder ein kleiner. Die werden hier immer kleiner statt größer. Dann gehen wir mal weiter. Und gucken mal, wo die springen. So, was ist denn da vor dem Baum? Da muss doch auch Silt sein. Da waren wir doch schon mal. Da müsste auch tief sein. Hier ist Weed. Da möchte ich nicht hin. Wir haben doch auf der anderen Seite geangelt. Wie war denn das? Lass mich mal gucken, dass wir da hinten hinkommen. Uah, wo war der? Oh, Gottes Willen. Das gibt Stockfische. Ja, vielleicht sollte man da rumgehen. Oder ich muss nochmal... So, hier hin. Ja, yes, wo schmeiße ich immer hin? Wobei, da ist 12 Meter. Mal sehen, was da so passiert. Da haben wir schon dem ersten einen Blei auf den Kopf geschmissen. Er hat jetzt morgen ein bisschen Kopfschmerzen. Da ist direkt einer angehakt. So, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ah, ein kleiner. Green, ja. Immer diese Klodeckel, Mann. Hey, wo schmeiß ich denn hin? Kann ich eigentlich hier auf den Stein gehen? Würde mich auch mal interessieren. Ob ich da drauf gehen kann. Nee, leider nicht. Schade. Ich möchte eigentlich einfach nur geradeaus schmeißen. Warum geht das nicht? Silt 480, auch nicht schlecht. Die Stelle kennen wir ja. Da haben wir schon direkt einen angehakt. Ich sag's euch ja, ne, meine Freunde. Ich kenne die Stellen mittlerweile. Bream. Bestimmt wieder ein Bream. Ja. Jetzt teste ich es doch nochmal da. Ich möchte einfach nur geradeaus rausschmeißen. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh, sehr schöner Wurf. Da lassen wir den liegen. Da wird jetzt unser Lederkarpfen anbeißen. Ich hoffe es so sehr. Da geht einer runter. Nimmt mein Boili lecker mit Frohlig und Vanille beträufelt. Lecker. Hm. Was haben wir damals mit Teich rumexperimentiert? Wir haben auch wirklich alles ausprobiert. Von Frohlig, dann haben wir Vanille daran getan, dann haben wir Anis daran getan. Also sämtliche Geruchsstoffe, Thymian, alles haben wir getestet. Heutzutage, ja, jetzt ist im Moment mein Angelschein abgelaufen. Man muss ja, wenn er abgelaufen ist, alle 5 Jahre, muss man 9, aber 60 Tacken kostet das mittlerweile. Und ich habe momentan keine Zeit zum Angeln. Deswegen lasse ich den auch nicht wieder für 5 Jahre gültig werden. Beziehungsweise ja, verlängern. Kann man verlängern sagen? Weiß ich nicht. Wenn er abgelaufen ist, ist das ja in dem Sinne kein Verlängern, ne? Was mir allerdings noch aufgefallen ist,
unter, also wir stehen ja jetzt sozusagen am Steg hier, ne? Also auf Erde, ne? Sagen wir, der Umriss vom Teich. Die Folie beziehungsweise die Wasserfolie geht noch unter dem oder unter der Erde weiter, ne? Deswegen springen die auch manchmal am Land, die Fische. Die geht auf jeden Fall weiter. Die haben sozusagen die Erde über die Wasserfolie gezogen. Da sollten die vielleicht später mal die Grenzen nochmal neu, naja, so abstecken. Wo sich denn der Fisch aufhalten kann, ne? Jetzt haben wir so eine gute Position mit Silt und fast 6 Meter und kein einziger Zupper daran. Was ist denn jetzt hier los? Also ich meine immer noch, rechts hinten die Ecke ist noch mit am lukrativsten, wo wir jetzt gleich hingehen. Aber ich kann mich tierisch irren, Leute. Ihr habt gesehen, wir fangen überall. Nur kein Lederkarpfen. Nur kein Lederkarpfen. Und ich hätte so gerne einen. Zumindest bin ich schon mal im Lederkarpfenclub von DTG. Von Dovetails Games Fishing. Im offiziellen Lederkarpfenclub. Alle, die den Lederkarpfen fangen und den posten, per Screen mit Gewicht, werden automatisch in den Lederkarpfen Club aufgenommen. Ein bisschen über den Boden ziehen wieder. Gucken, ob es das was bringt. Also der liegt da nicht schlecht, ne? Entweder macht er jetzt Pau, da beißt jetzt was Dickes an oder ein Bream. Aber kein Mittelding dazwischen. Zieh den mal wieder ein bisschen. Ah, da passiert jetzt gar nichts. Warum? Was ist da so los? Kann mal einer abtauchen und mal gucken. Was ich mich die ganze Zeit frage, ich gucke gerade hinten in der Landschaft, ne? Oben links seht ihr das ja im Bild da. Die entfernte Landschaft. Wo gibt's sowas wirklich, dass das so aussieht? Richtig toller Ausblick ist das. Oh, da haben wir einen, siehst du? Sag ich doch. Also entweder ist er ein Bream oder was Dickeres jetzt. Alles andere würde mich verwundern. Ja, mal gucken, ob wir den Burschen reinkriegen, wa? Ich will ja nichts sagen, meine Freunde, ne? Aber die Farbe für den Lederkarpfen hat der wieder. Aber seht ihr wieder hier, der will wieder nicht rein. Ich baller nochmal die Bremse an, aber da müssen wir aufpassen, aber nicht überdehnen. Ich hab's euch ja gesagt, entweder ist er Bream oder was Dickeres. Guck mal, ich hab 46er Bremse und der marschiert. Was ist hier los? Hallo? Da, kein Meter zwischen rein. Scheiß drauf. 19 Meter jetzt. Was soll das denn?
Als könnte ich hell sehen, meine Freunde. Ich muss aufpassen. Ich habe die Bremse ziemlich hart angeknallt. Da der will noch an Land springen. Jesus Maria. Ja, warte mal nochmal, mein Freund. Ich hab Zeit, ich hoffe du auch. Da, ich krieg den nicht rein. Ich kann machen, was ich will. Seht ihr dann? Der gewinnt immer noch an Fahrt mit 46er Bremse. Wollen die mich jetzt veräppeln? So, jetzt ist er aber weg. Jetzt, mein Freund, komm rein. Da, ich krieg den nicht rein. Guck das statt an. Ich muss den mal mehr rüberziehen. Ja, was soll ich machen? Noch mehr die Bremse anknallen oder was? Der Angelguru schlägt wieder zu. Genau, bestimmt 25 Pfund oder so. Ja, 25 nicht, aber. Das ist ein Landgänger, seht ihr das? Der will immer auf Land. Ist wie so ein Aal, ist der. Aber das ist wieder das beste Beispiel. Das ist ja das, was ich euch gerade eben erklärt habe, dass unter dem Wall bzw. unter dem Ufer geht das Wasser weiter. Deswegen will er da hinschwimmen. Also das ist noch nicht so gewollt von den Entwicklern. Da bin ich richtig, richtig überzeugt von. Tja, und was machen wir jetzt? Wir kriegen den nicht rein. Wenn ich jetzt noch einmal anballer, dann reißt mir die Schnur, ne? Entweder ist das jetzt ein Bug, aber das glaube ich nicht. Oder was ganz, ganz dickes, so. Ich heb den jetzt mal ganz an. Mal gucken, ob ich ihn vielleicht einen Meter bekomme. Also ich wette jetzt, wenn ich einen mehr mache, dann piept der schon direkt. Da, jetzt ist er gerissen. Weg ist er. Ja, das wäre es gewesen. Ich hätte es nicht machen sollen. Verdammte Axt, Mann. Da kann ich mich jetzt wieder drüber ärgern. Das war ein ganz, ganz dicker. Oder das war ein Bug. Eins von beiden. Gerissen ist die Schnur. So ist das im Angeln. Verdammte Axt, Mann. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Da haben wir einen ganz dicken verschlagen. Jetzt muss ich erstmal Frust trinken machen. Ich muss erstmal trinken gehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hätte euch gerne diesen 25-Pfund-Karpfen präsentiert. Allerdings ist der mir gerissen. Ich habe es vorher noch gesagt, lass die Finger von der Bremse. Nein, ich musste an der Bremse drehen. Auch wieder was dazugelernt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Darf der Games Fishing. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.